zurück zum Schloss. Wir haben hier auf jeden Fall, hier drin lebt auf jeden Fall die Königin. Hier muss ich noch Tische reinbauen. Hier kommt man auf jeden Fall rein. Sehr schönes Design, meiner Meinung nach. Hier hinten hat's, das habe ich tatsächlich mal selber eingerichtet, kann ich gleich zeigen. Der hier hinten hat Nikos eingerichtet. In dem Turm hier. Ja, zwei schöne Figuren. Hier unten kleinen Esstisch und hier dann nochmal zwei Betten für die Diener oder so der Königin oder des Königs. Finde ich eigentlich coole Idee. Hier geht es dann durch die Hausbrücke, nenne ich es jetzt mal. Hier rein, ja. Hier geht es hoch auf jeden Fall. Hier geht es dann hier hoch. Und ja, hier schläft die Königin oder der König. Ja, du kannst hier natürlich noch hochgehen. Da hast du hier noch einen schönen Blick aus den Fenstern. Ist eigentlich ganz schön, weil man relativ hoch ist hier. Naja, gehen wir mal wieder runter. Wir haben nämlich noch tatsächlich nicht mehr so viel vor mir. Vor uns. Ja, hier ist eigentlich der Essenssaal, nenne ich es jetzt mal, für königliche Feiern oder so. Da habe ich den Tisch vergessen zu bauen. Das kommt vielleicht noch irgendwann. Ja, hier unten, was brauchen Schloss, ein Kerker, genau. Hier unten haben wir einmal den Harry Potter Special Kerker. Und ja, einfach noch ein paar Kerker so. Da hätte ich natürlich Monster einstellen können, aber ich habe Monster ausgestellt. Ja, zum letzten kleinen Abteil. Hier kommst du mit der Brücke her. Mit der Straße geht es noch hinten her, dann kommen da noch irgendwann wieder Städte und so. Ich finde, die Brücke ist eine der ersten älteren Brücken, die ich gebaut habe, sehr schön gelungen, muss ich sagen. Also wirklich, ich weiß nicht, wie ich das geschafft habe. Ja, man kommt hier auf jeden Fall dann rüber zum Stadteingang. Ist keine Inneneinrichtung. So, das war das Wort, was mir fehlte. Ist trotzdem ganz schön, muss ich sagen. Finde ich eigentlich ganz hübsch gelungen. Hier muss noch die Stadtwand bis hier. Hier sieht man auch wieder alles mit Erde selber geterraformt. Ist nicht wenig Arbeit, kann ich auf jeden Fall sagen. Aber weiß ich nicht, was habe ich irgendwie immer. Muss ich immer bauen, ich weiß es nicht wieso. Hier geht es auch noch runter dann. Hier hin. Ans Wasser, damit man das schön abschließen kann. Hier oben ist dann hier schön. Ja, der Weg, der leuchtet ein bisschen. Also hier geht es noch rein. Da will ich vielleicht ein bisschen Inneneinrichtung machen. Hier drunter, damit es ein bisschen leuchtet, damit man ein bisschen Licht hat hier. Da kommt man auf jeden Fall hier rein. Oh, hier sind noch die Blöcke, die brauche ich nicht mehr. Das waren die Blöcke, die ich zum Bauen benutzt habe. Kann ich jetzt daraus entnehmen. Ja, hier haben wir auf jeden Fall zwei Tore als doppelte Sicherheit. Schön ein bisschen auf Reichtum hier gemacht. Auch mit den zwei, ich weiß nicht, wie sie heißen. Wie heißen sie? Leitsteine. Ja, gut. Ist jetzt nicht der schönste Block meiner Meinung nach. Hatte ich aber schon in zwei Häusern benutzt. Der Turm, wenn man drüber läuft, finde ich ganz schlimm. Aber hier kommt man auf jeden Fall dann über einen kleinen Weg. Hier müssen noch Felder und so hin, plane ich noch. Kommt man hier durch ein zweites kleines Stadttor. Ins Dorf Grauberg. Habe ich richtig mit mir gemerkt. Keine Inneneinrichtung wirklich drin in dem Gebäude. Das ist einfach nur absolute Deko. Finde ich ganz schön. Ja, kommt man auf jeden Fall rein. Hat sein erstes kleines Feld schon mal hier. Da sieht man auch, ich habe hier die Blöcke drüber gesetzt. Weil hier sind sonst überall Monster drauf gespawnt und sind hier drauf gesprungen und sind immer alles kaputt gemacht. Zum Beispiel so wandernde Händler oder so. Naja, wir haben auf jeden Fall hier das Gebäude auch noch nicht. Also ich habe das Gebäude hier noch nicht fertig geschafft. Weiß ich nicht, mir ist zwischendurch einfach, habe ich dann irgendwie keine Lust mehr. Muss ich mal schauen, dass ich sowas nicht immer habe. An sich Interieur würde ich noch sagen, ist ja eigentlich das gleiche wie Inneneinrichtung, aber Inneneinrichtung ist hier noch nicht drin. In einem Gebäude ist, glaube ich, schon Inneneinrichtung und zwar. Ach, hier auch. Okay, da war Nikos wieder ein bisschen. Ist ganz schön, ist. Ja, gut, reicher geht's nicht, aber. Ist auch eins der größten Häuser. Finde ich auch sehr schön. Hier gelungen das Haus. Hast du hier schön deinen Kopf, deinen abgehackten. Und hier dein Schlafzimmer. Ist auch ganz schön gelungen. Kannst du hier schön rausgucken.
Finde ich jetzt, kann man nichts gegen sagen gegen das Haus. Sehr schön. Ja, gehst du hier ins nächste? Hier kommen dann noch Häuser und da hinten. Ich habe auch alle nummeriert mit Haus Nummer 1, Haus Nummer 2. Hier ist dann Haus Nummer 3 und Haus Nummer 4. Die habe ich, wie es aussieht, noch nicht beschriftet. Ja, gehen wir noch kurz hier rein. Was ist hier so drin? Ja, wieder ein ähnliches Bett. Ein bisschen mit Lichtern. Ist ein ganz okayes Design. Hier eine kleine Kiste. Kann man seine Sachen reintun. Hier ein bisschen versteckte Lichtquelle drunter. Und hier oben einfach ein kleiner Zaubertisch. Ist ein bisschen. Ist halt keine normale Welt. Ich will auch so ein bisschen hier Fabel und so drin haben. Bisschen Geschichte. Dass quasi hier nicht überall so modern ist, sondern dass hier vom Modernen auch abgetrennt wird. Hier zum Beispiel dieses ganze Stück kommt hier mit Dorf, mit diesem Design kommt hier komplett weiter. Wird noch schön. Hier unten kann noch ein Steinbruchteil hin. Muss ich, hab ich aber noch viel Arbeit vor mir. Das geht ungefähr auf jeden Fall bis hier hinten, schätze ich mal. Dann wird wieder ein großes Stück Grün dagelassen. Hier versuche ich auch so viel Grün wie es geht noch drin zu lassen, weil es halt ein Dorf ist. Ja, und da hinten ist dann irgendwo wieder moderne Stadt. So, jetzt habe ich mir aber überlegt, als kleine Regel, das nächste Video wird wahrscheinlich wieder ein bisschen dauern, bis das kommt, aber jedes Mal, wenn ein Video hierzu kommt, müssen wir in der Folge ja, wie quasi eine Timelapse machen und ein Haus pro Folge bauen. Ja, das mache ich jetzt. Es wird wahrscheinlich in zwei Folgen aufgeteilt. Ich weiß noch nicht, wie lange das Video geht. Werde ich wahrscheinlich so machen, aber wenn nicht, zählt es halt so. Sonst hat halt die erste Folge keine Timelapse, ist aber halt auch nur ein Teil, will ich jetzt. Ist halt in zwei Teile aufgeteilt. Ist halt so. Ich würde auf jeden Fall sagen, wir bauen hier das Haus baue ich ein anderes Mal zusammen. Und dann, ja, sehen wir uns gleich. So, das war's schon mit der Timelapse tatsächlich. Ich habe jetzt mal eben schnell hier so ein kleines Haus hingebaut. Ich kann hier mal eben auch noch eine kleine Be bisschen Beleuchtung wenigstens reinmachen. In jede Ecke ein Licht. Also schon mal ein bisschen Beleuchtung. Vielleicht wird Nikos mal dann hier ein bisschen weiter einrichten. Wir werden sehen. Ja, das war's dann eigentlich auch schon mit dieser Folge. Ich werde hier mal eben die Laterne wegschmeißen. Kurz auch nochmal, vielleicht habt ihr es gesehen. Ich muss ja jeden einzelnen Baum wegbauen. Das ist zum Beispiel jetzt, wenn wir hier nochmal kurz zurück in. Ich mach mal eben das Licht. Wenn wir eben kurz zurück in die Stadt gehen,
Dann könnt ihr da auf jeden Fall sehen, dass da auch diese dicken Schwarzeichenbäume sind. Ich glaube, so heißen die. Oder zum Beispiel, die ganz oft sind auch die verwinkelten Eichenbäume. Oder einfach nur Eichen, ich weiß es gerade nicht, ich bin durcheinander. Es ist eine unfassbare Arbeit. Also, ihr müsst euch vorstellen, das ganze Stück, was hier, wo hier diese Stadt steht, war vorher hier drunter hohl. Ich kann das mal kurz zeigen, wenn ich runterkomme. Ja, wir fliegen hier mal kurz rein. Ihr seht, hier war alles hohl und ich habe jeden einzelnen Baum weggemacht. Das waren alles diese dicken Schwarzeichenbäume. Ja, ich würde mich auf jeden Fall freuen, würdet ihr für diese Arbeit schon allein ein Like da lassen. Es war einfach eine unfassbare Arbeit, diese ganzen Bäume hier wegzukriegen. Und es wird auch noch eine unfassbare Arbeit, weil das nur so nur ein ganzer Wald hier raus ist. Da kann ich euch nochmal kurz zeigen, jetzt wo ich es gerade sehe. Ja, hier sind diese Plattenbäume. Und hier kann man auch nochmal ganz gut sehen, diese verwinkelten Bäume. Ich kann sie nicht mehr sehen. Sehr viel Arbeit. Ich habe jetzt gerade erst vor 3 Tagen wieder hiermit angefangen mit diesem neuen Abteil. Dafür bin ich ganz gut weit gekommen eigentlich. Ja, ich würde mich auf jeden Fall freuen. Ich fliege mal kurz nach vorne. Ich würde mich freuen, würdet ihr ein Like da lassen. Naja. Ich hoffe auch, obwohl ich heute ein paar Sprachfehler hatte und heute irgendwie nicht so gut sprechen konnte, dass euch das Video gefallen hat. Ihr könnt auch gerne in die Kommentare schreiben, ob ihr mehr Folgen hiervon sehen wollt, ob ihr euch freut, dass Pumpkin Town zurück ist. Ja, damit würde ich sagen, das war's mit dem Video. Lasst ein Abo da, ein Like da, aktiviert die Glocke und wir sehen uns in der nächsten Folge.